Was geht ab, Leute? Mein Name ist Wildes Chaos oder auch Jonas, je nachdem, was euch besser gefällt. Es freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal wieder einen Vlog oder ein Vorbereitungsvideo oder wie auch immer man es nennen will. Ich denke, am Titel und Thumbnail könnte man vielleicht schon ein bisschen was erahnt haben, was denn los ist. Wir fahren weg und zwar ein ganzes Stück weiter weg. Aber was genau passiert, erkläre ich euch wahrscheinlich eher am Ende des Videos, also bleibt dran. Wir müssen jetzt erstmal zu Julius fahren und ich muss auch jetzt ziemlich schnell los, denn ich muss ihn noch von Arbeit abholen. Und dort müssen wir jetzt erstmal noch mein Motorrad fertig machen, denn das wird mitgenommen. Let's go. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Du? Ich weiß noch nicht. Du bist bereit. Wie bist du hergefahren? Na, hier vorne, dann links, dann Kreisverkehr, dann dritte. So, was machen wir denn hier? Gute Frage. Sag du es doch. Ich habe bisher noch nicht gesagt, was wir überhaupt machen. Noch nicht? Außer, dann wird es jetzt Zeit. Dass es eine Reise gibt. Und es gibt eine Reise? Mit einem Motorrad. Und was müssen wir da jetzt noch machen, bevor wir eine Reise mit der Karre antreten? Das weiß ich nicht, das musst du mir sagen. Deswegen bin ich ja hier und nicht zu Hause. Du machst das alles heute. Ach so. Ich gebe nur eine Anweisung und zuerst kommt hier mal was anderes drauf. Aber erstmal ausladen. Let's go. Deine Achse war locker. Meine Achse war locker? Ja. Na, die habe ich vorhin schon mal locker gemacht, damit es dann nicht so peinlich für dich ist. Fest. Was wäre denn, wenn du einfach den Schraubenzieher nimmst, hier ansetzt und dann drückst? Pro-Tipp. Was machen wir jetzt? Wir drehen jetzt dann halt, weil die andere Seite ist halt noch etwas besser. Dazu logischerweise ist alles erstes. Erst den Galgen runter, dann die Luft rauslassen. Ja, an der Stelle schon mal liebe Grüße an meinen Papp. Wenn du das Video siehst, wirst du dir bestimmt an den Kopf greifen, was ich hier für eine Scheiße fabriziere. Bei dir geht das alles dreimal so schnell, aber naja. So, immer auf die Felge drauf. Was ist das? Das ist ein Spanner. Was macht der? Der spannt. Der überspannt einen Bogen oder was? Auch das manchmal. Du fährst zu schnell. Ja, wahrscheinlich. Oh. So, pass auf. Du drückst jetzt den hier mit rum. Ja. So, und hältst den so ein bisschen mit hier. Ja. Boah. Mach mal zurück. Lass mal, achso. Schneid das raus. Auf keinen Fall. Du drückst jetzt mal den, nimmst ihn nochmal so ein bisschen zu dir. So, einmal, zweimal. Alter. Ja. Boah, der hat's in sich, Alter. So, jetzt haben wir es schon mal raus. Jetzt müssen wir einen Schlauch rausmachen. Gegenüber vom Reifenspanner, das auch runterhockt. Da kannst du dann, ja, glänzt du dann. Sehr gut, wenigstens einen Tag bei der Ankunft, damit die dann alle denken, ich kann gut fahren. Kannst ja. Also ich habe mir das letzte Video mal angeguckt. Das freut mich, dass du das angeguckt hast. Das sah wirklich gut aus. Hinten rein am Start gegenüber, die Linien war gut. Und auch schön Drehzeit. Du bist doch schlau. Ja. So, jetzt find mal raus, wie man den Reifen, wie rum wir den drauf machen. Ach so, warte. Lass mich kurz nachdenken. Echt jetzt? Das Rad dreht ja. Ja, das ist gut. Jetzt montieren wir das Scheißding wieder drauf. So hart geht's, aber nicht heiß, guck mal. War der davor auch schon so? Nee. So, jetzt feiteln wir das hier erst so ein bisschen rein. Müssen wir gucken, dass der nicht knickt. Aber ich muss jetzt wirklich auch mal sagen, also wenn du das alleine machst. Allein ist assi. So, jetzt rein montieren. Ey, Digi, ey. Das ist ein Scheißding. Resultat nach 41 Minuten? Viel zu lang. Viel zu lang?
Weil wenn du brauchst gar nicht mehr rausfahren. So, was machen wir denn als nächstes? Bauen wir das jetzt wieder ein. Ja. Und zwar, du baust das jetzt ein. Und ich guck mal. Ja, Handschuhe. Das habe ich einmal gemacht. Naja, deswegen ist jetzt Zeit. Und das hat dann Leo fertig gemacht, weil ich habe es nicht hinbekommen. Ja, siehst du. Also wird Zeit, das mal zu lernen. Gut, so, pass auf. First try. Nimmst jetzt das Rad in eine Hand und fällt es jetzt erstmal hinten zwischen der Bremsklötze mit der Bremsscheibe ein. So, genau. Nimmst jetzt die Kette in die andere Hand. Also mit deiner Hand hältst du das Rad, andere Hand, genau. Sieht ja gar nicht so schlecht aus, Digga. So, weiter vor, dass ihr drüber hockt. Genau. Top. So. Danke. Stark. First try. Top, Alter. Es ist was voll. Und jetzt guck mal hier hinten dran, was hier voll ist. Das war schon, wo du gekommen bist, so? Echt? Ja. Wirklich? Ja. Top. So. Und dann hat die Schraube bei KTM 80 Newtonmeter. Also, du ziehst es jetzt an. Und so lange, bis du es gegen das Federbein ziehst. Jawohl. Gut. Das sind 80 Newton. So, weiteres Status-Update. Wir sind jetzt eigentlich fertig. Also haben wir jetzt wirklich Reifen gedreht, Gabel sauber gemacht. Ja, so noch ein paar Kleinigkeiten sauber gemacht, gerade Kette und so weiter, ein paar Lager. Und jetzt halt noch das Lenkkopflager fest und dann sind wir fertig. So, wir sind jetzt fertig. Das Motorrad ist auch mittlerweile wieder eingeladen. Und was ist jetzt der Plan? Joggen. Deine Lieblingsdisziplin. Cool. Ja, 4,5 Kilometer sind das jetzt. Also sollte für dich eigentlich ein Katzensprung sein. Machbar sein. Oder eher gesagt, Leben am Limit werden. Es geht jetzt los. Es geht jetzt los. Ich bin fertig. So, selbe Stelle, halbes Jahr später. Selbe Situation. Wie war's? Warte, gib mir kurz eine Minute. Eine Minute später. Ja, wie war's? Ich glaube, es war tatsächlich besser. War auf jeden Fall schneller, würde ich jetzt mal schätzen. Auf jeden Fall. Aber normalerweise machen wir keine Pause. Also geht's langsam weiter. Wir haben noch ein bisschen vor uns. Ja. Okay? Let's go. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon wieder zu Hause angekommen und ich habe jetzt schon alles ausgeräumt, beziehungsweise es war ja eigentlich nur das Motorrad, aber auch natürlich den Anhänger abmachen und so weiter, kostet Arbeit. Das Motorrad habe ich jetzt erstmal hier reingestellt, es ist auf jeden Fall komplett blitzblank und natürlich komplett fertig. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an dich, Julius, dass wir das Ganze jetzt noch schnell in Anführungsstrichen machen konnten. Jetzt ist natürlich noch die große Frage, wofür machen wir das eigentlich alles? Und zwar löse ich das Ganze jetzt endlich mal auf. Wir fahren nach Ungarn und zwar schon in 2 Tagen. Das ist faktisch so eine Art Vorbereitungsvideo oder ähnliches. Morgen muss ich anfangen zu packen. Ich habe noch nichts vorbereitet, klassisch. Aber aktuell ist es wirklich sehr, sehr stressig, denn ich musste noch einiges vorproduzieren. Gerade zum Beispiel das Kochvideo, was hoffentlich zumindest letzte Woche online kam. Und diese Woche natürlich jetzt noch für dieses Video alles schneiden und fertig machen. Falls ihr das hier seht, habe ich es wahrscheinlich hinbekommen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wir fahren, wie gesagt, in den Urlaub und zwar für 7 Tage. Es ist also vergleichbar mit der Reise, die wir letztes Jahr schon mal nach Ungarn gemacht haben. Wir fahren auch genau an denselben Ort, aber ich denke, es wird auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stück intensiver, gerade bezüglich des Motorradfahrens. Und natürlich können wir einiges mehr erleben, weil wir mehr Off-Days haben. Bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr, auch wenn es wahrscheinlich sehr, sehr stressig wird. Ich versuche natürlich auch so viele Videos wie möglich zu produzieren. Aber was dann im Endeffekt alles draus geworden ist, seht ihr dann natürlich in den nächsten Wochen und vielleicht sogar Monaten. Ich habe keine Ahnung, wie viele Videos es werden. Jedoch muss ich jetzt erstmal anfangen, dieses Video hier zu schneiden. Also sehen wir uns dann nächste Woche Sonntag hoffentlich zum ersten Ungarn-Video. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich hoffe ihr auch. Also ist das hier nun schon das Ende dieses Videos. Abonniert mich gerne, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Denkt dran, es ist gratis für euch und unterstützt mich sehr. Also einmal mal draufklicken. Vergesst natürlich nicht die Kommentarsektion, damit ich kommende Videos weiter verbessern kann. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir natürlich auch gerne den Daumen nach oben da. Meine Social Media Kanäle sind alle unten verlinkt in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal rein oder ihr sucht einfach auf allen Plattformen den Namen, der jetzt hier unten eingeblendet ist. Ihr solltet eigentlich überall fündig werden. Also dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche Sonntag, wie immer pünktlich um 12 zum neuen Video. Falls ihr euch das nicht merken könnt, könnt ihr natürlich auch gerne die Glocke aktivieren, denn dann bekommt ihr eine Pop-Up-Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Aber das war's jetzt nun wirklich mit diesem Video. Also dann Leute, macht's gut und ciao.